Hallo und herzlich willkommen zu Microsoft Project. Hier geht es um Notizen und aber auch eingefügte Dateien im Diagrammbereich, das heißt hier auf der rechten Seite im Balkenplan. In der Registerkarte oben Gantt Diagramm Tools Format, aber im Moment mal checken wir kurz mal die Ansicht, in der ich mich befinde. Ich bin gerade in Balkendiagramm Gantt hier. In dieser Registerkarte finde ich ganz rechts Zeichnungen. Und da gibt es Zeichnungen auszuwählen und da kann man zum Beispiel Kreise ziehen, Pfeile ziehen, Rechtecke, Linien und Textfeld. Textfeld, das möchte ich mal erzeugen. Mit Textfeld kann ich hier frei ein Textfeld verankern. Momentan weiße Füllung wohl und einen schwarzen Rahmen drum. Und hier können meine Anmerkungen stehen. So, das heißt, hier kann ich Anmerkungen zum Plan, warum sich vielleicht was verschieben wird, Anregungen hier mit Pfeilen, ne, wenn sich zum Beispiel dieses Objekt hier bezieht auf diesen Vorgang, dann kann ich hier ein wenig zeichnen. Doch was passiert denn, wenn der Vorgang 4, auf den sich das bezieht, sich ein bisschen nach rechts bewegt? Ich erhöhe mal hier die Vorgangsdauer. Und meine Zeichnungen und mein Pfeil, die bleiben hier einfach stehen. Warum? Rechte Maustaste, Eigenschaften. Ich sehe hier zum einen gut den schwarzen Rahmen. Ich kann auch keinen Rahmen wählen. Man sieht hier eine kleine Vorschau, wie das Ganze dann aussehen wird. Und ich sehe, ich habe vollflächig weiß. Ich könnte hier auch vollflächig eine andere Farbe wählen. So, hier ist kleine Vorschau, aber ich wollte ja hier auf die Verknüpfung. Bei Größe, Position sehe ich das Kästchen und Pfeil auch, also auf Pfeil müsste ich dann gesondert gleich klicken, dass das mit der Zeitskala verbunden ist. Und hier kann ich auch ändern, nee, ich möchte, dass dieser Kasten hier zum Beispiel mit Vorgang, na, welche Nummer hat er denn? 9, also Zeile 9 verbunden ist. So, und dass es mit dem Anfang verbunden ist. Das heißt, wenn sich der Anfang verschiebt, verschiebt sich dieses Kästchen mit. Oder wenn sich das Ende verschiebt, falls dieses Kästchen zum Beispiel rechts daneben stehen sollte. Ich bleibe mal hier auf dem Kästchen hier, klicke auf OK. So, und schiebe es nochmal kurz ein bisschen nach links zurück. Na? So, das heißt, sobald sich dieser Kasten, dieser Balken hier wieder zurückbewegt, bewegt sich auch mein Quadrat hier. So, und das gleiche mache ich mal mit diesem Pfeil hier. Das heißt, so würde ich mir vielleicht vorstellen, soll der aussehen. So, und auch hier klicke ich drauf, Eigenschaften. Und auch hier verbinde ich mit Vorgangszeile 9. Auch hier mit dem Anfang. Moment mal, horizontal 2 cm, aha, nach rechts wahrscheinlich, einen halben Zentimeter nach unten, schauen wir uns das mal an, ne, nach oben, also der ist hier bewegt worden, den schiebe ich nochmal zurecht, so, also kurz Korrektur, und ab sofort wird sich diese Konstellation hier automatisch mitbewegen, weil beide Objekte, Kasten und Pfeil, sind mit der Anfangsposition von diesem Vorgangsbalken verbunden. Heißt aber auch, wenn ein Vorgang hier eingeschoben wird, ja, das heißt, ich lege mal einen neuen Vorgang rein, wandern beide auch entsprechend nach unten. So, das nehme ich nochmal raus mit der Entferntaste. Gedruckt wird dies auch. Schauen wir mal, Steuerung P. Hier. Ah, ich habe hier gerade ungünstige Zusammenstellung der Spalten. Da war ein Seitenwechsel drin. Schauen wir nochmal, Steuerung P. So, hier erkennen wir, aha, hier ist das Objekt, hier ist der Pfeil. Oh, es sieht nicht ganz so aus wie gewünscht. Die Objekte werden zwar gedruckt. Ja, ich mache das mal ein bisschen breiter hier. Ich sehe auch, der startet hier montags. Und sollte eigentlich bis Montag Folgewoche hier stehen. Schauen wir uns mal das im Druck an, bei Drucken. Es gibt einen leicht abweichenden Ausdruck. Kann ich mit leben. Muss man nur ein bisschen aufpassen, ein bisschen kontrollieren. So, die lösche ich mal.
Solche Objekte bei Gantt-Diagramm-Tools-Format, Zeichnung hier, Pfeile, Bögen, also Gott, wer braucht das? Ovale, Polygone, also hier mit mehreren Klicks irgendwie was zeichnen, brauche ich auch nicht, entferne das mal. Aber ganz spannend könnte vielleicht noch sein, dass man statt eines Textfeldes hier eine Leistungsbeschreibung, eine Excel-Tabelle oder irgendwas anderes Wichtiges hierhin verknüpft. Ich drücke mal Windows-Taste D. Das könnte ein PDF sein. Ich habe hier ein PDF oder hier. Das könnte auch eine Excel-Datei sein. Ich nehme mal hier ein PDF zuerst. Schiebe das einfach mit der Maus. Hier anheften steht hier. Anheften. Zack. So, und dann wird mir das PDF, so wie ich es erstellt habe, man kann es ja kleiner machen. So wie ich es erstellt habe, wird es dann hier gestartet. Ja, die Maße müssten jetzt ein bisschen ausgerichtet werden. Doppelklick drauf und ich bin im Original PDF. Oder aber auch, ich lösche das mal, ich hole mir hier so eine Excel-Datei. Das heißt, ich schiebe hier diese Excel-Datei mit der Maus hier unten auf meinen Plan, kopiere hier etwas hinein. So. Und jetzt kann ich, na, das müsste ich mal so ein bisschen zur Seite schieben. Jetzt kann ich hier, klick, klick, original diese Excel-Datei und zwar eine Kopie bedienen. So, das muss natürlich hier so ein bisschen abseits liegen. Außerdem sollte das vielleicht nicht das Original sein. Sowas geht dann einfach vielleicht in dieser Project-Datei verloren. Und es erhöht natürlich auch das Dateivolumen. Also schauen wir uns nochmal oben die Register an. Doppelt draufgeklickt, klick, klick. Jawohl, aufgemacht und ich bin in Excel. Also das hat jetzt nichts mehr mit Project zu tun. Das ist jetzt ein hineingebettetes Objekt. Auch eine Kopie. Also wenn ich hier den Vorgang 8 zum Beispiel mal A, B, C nenne. So, und hier das verlasse und speichere und rausgehe. Und jetzt mein Original aufmache. So, dann, Moment mal nach oben fahren. Dann wird hier das nicht automatisch verändert. Also hier habe ich eine Originalkopie gehabt. So funktioniert das auch mit dem Open Document Format. Ich habe hier LibreOffice. Schiebe hier so eine Datei von LibreOffice hier direkt in meinen Plan. Ach, ich muss ihn erst wieder aufmachen. So, schauen wir mal. Na, das heißt, das hier lösche ich vielleicht nochmal. So, schieb jetzt hier direkt die ODT-Datei hinein. So, da weiß er nicht, wie er die in Microsoft Office aufmachen soll. Aber klick, klick, einmal draufgeklickt, wird das Ganze entsprechend mit LibreOffice Writer hier geöffnet. So. Für eine Dokumentarchivierung würde ich das hier natürlich nicht benutzen, auf keinen Fall, aber vielleicht für den Ausdruck, für mal eben einen Hinweis, kann man das vielleicht mal ganz kurz nutzen. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das sauber mit dem Server abgeglichen wird, wenn man hier einen Project Server nimmt. Das müsste man ausprobieren. Ja, aber die Möglichkeit besteht und freue mich über eure Kommentare zu euren Erfahrungen dazu.